Heute zeige ich euch, wie man eine total leckere, schnelle und einfache Beilage in unserer Preppy macht. Also, bleibt dran! Hallo ihr Lieben! Heute gibt es ein ganz schnelles, aber leckeres Gericht bzw. eine Beilage. Ich habe schon total oft gemacht, meine Kinder lieben es, es ist Mischgemüse. Und gerade in der Preppy ist es, ja, wie alles fix gemacht, ohne großen Aufwand. Dazu gibt es Buletten und Kartoffeln habe ich noch von gestern übrig. Sozusagen ein kleines Resteessen, weil meine Möhren mussten auch weg. Und es ist einfach ein schönes, ja, Kindergericht. Und wie ihr wisst, arbeite ich ja gerade an meinem ersten Kochheftchen. Und da ist es mir ganz, ganz wichtig, dass es schnelle, einfache Rezepte sind, ohne viel Schnickschnack, was die ganze Familie satt macht. Los geht's! Was brauchen wir? Wir brauchen Erbsen. Das sind jetzt die TK-Erbsen. Dann Möhren könnt ihr, wenn ihr wollt, auch TK-Möhren nehmen. Wie gesagt, meine mussten weg. Ich habe die jetzt so in kleine, ja, ungefähr 5 mm große Stücke geschnitten. Gemüsebrühe, beziehungsweise ich nehme meine Gemüsepaste. Dann brauchen wir Honig. Schon einen Schluck hier rausgekommen. Im ursprünglichen Rezept sind es 100 Gramm. Ich nehme das ganze Päckchen, dickes zur Not noch ein bisschen an, weil ja, wir lieben es, wenn es so ein bisschen mehr Soße ist. Bei mir muss immer alles schwimmen. Butter, wir brauchen noch Petersilie, die habe ich aber eingefroren, deswegen ist sie noch nicht hier. Salz und Pfeffer, das war's schon. Ja, los geht's. Preppy anmachen. Und wir brauchen unseren Misch- und Rühraufsatz. 20 Gramm Butter brauchen wir. Ich mache das so Pi mal Daumen. Unten am Rezept findet ihr einen Link bzw. die Auflistung von allen Sachen, die ihr braucht. Also ihr müsst jetzt hier nicht mitschreiben. Ich hatte mal jemanden, der geschrieben hat, Mensch, könntest du das nicht mal irgendwo auflisten? Ich schreibe immer alles per Hand mit. Ich sage unten in der Infobox. Kurioserweise finden ganz viele die Infobox nicht. Hier unten ist so ein kleiner Pfeil oder, müsst ihr mal gucken, in der Ecke oder in der Ecke. Da geht es in die Infobox. So, also Butter rein. Nochmal. So. Dann einen Esslöffel Honig, das mache ich auch nach Augenmaß. So. Und dann kommen die Möhrchen mit rein. Das sind ja ungefähr 500 Gramm. So, das Ganze wird auf der Stufe 3. Bei 120 Grad für 4 Minuten, ja, gegart. Beziehungsweise, ja, die Butter wird geschmolzen, die Möhren werden schon durchgegart. So, dann habe ich hier schon meine Buletten vorbereitet. Wie ihr alle wisst, mache ich meine Buletten auf der Stoneware. Habe ich den Ofen auch schon vorgeheizt. Alexa, stelle den Timer auf 30 Minuten. 30 Minuten? Oh, ich liebe meine Alexa. Total toller Helfer, gerade wenn man die Hände klebrig hat und einen Timer stellen will. Genau, meine Buletten sind jetzt eine halbe Stunde im Ofen. Ich mache die gar nicht mehr anders, weil ich hasse es einfach zu braten. Das habe ich auch schon in anderen Videos oder in Livestreams gesagt. Keine Fettspritzer, die Buletten brauchen kein Fett. Ich muss sie nicht wenden, einfach ab in den Ofen. Jetzt kann ich mich um mein Gemüse kümmern. Und ja, zwischendurch kann ich jetzt hier schon wieder ein bisschen aufräumen. Unsere 4 Minuten sind um und nun kommt unsere Sahne rein, unsere, muss mich überlegen, unsere Gemüsebrühpaste, Salz und Pfeffer und dann wird es nochmal 10 bis 15 Minuten gekocht, je nachdem wie bissfest ihr das haben möchtet. Ich möchte es ein bisschen weicher haben, denn meine kleine Beiköchin hat erst 2 Zähne, daher muss alles noch so ein bisschen weicher sein.
Jetzt schiebt ihr alles ein bisschen nach unten, weil es klebt hier oben alles jetzt so ein bisschen am Topf. Aber ist überhaupt nicht so wild. Schieben wir einfach runter. Es riecht schon echt lecker. So. Also. Dann guckt mal, so sieht meine Gemüsebrühpaste aus. Dazu gibt es übrigens auch ein Video für alle, die jetzt hier neu dazugekommen sind. Ich mache es immer auf Vorrat und habe noch ein paar Gläser im Kühlschrank. So, dann kommt die ganze Sahne rein. Ein bisschen Pfeffer. Ich mache nicht so viel Salz und Pfeffer. Ich würze es dann lieber für uns Erwachsene noch so ein bisschen nach. Weil für meine Kinder möchte ich es nicht so gewürzt haben. Dann wird das Ganze schön umgerührt. So. Und dann erneut Stufe 3. 100 Grad für 15 Minuten. Möchtet ihr es ein bisschen bissfester, dann macht so 10 Minuten. Guckt also es kommt auch darauf an, wie groß eure Stückchen geschnitten sind. Sind sie größer, braucht ihr ein bisschen länger, sind sie kleiner, denn nicht. Also testet euch da so ein bisschen ran. Aber ihr könnt letztendlich nichts falsch machen. Schmecken wird es auf jeden Fall. Circa 5 Minuten vor Ende der Garzeit kommen unsere Erbsen rein. Im Rezept steht, wir machen es durch die Öffnung. Bin ich gerade so ein bisschen faul, ich finde es ein bisschen friemelig. Ich halte einfach die Maschine an, mache den Deckel auf und schütze rein. So. Hier mal es auch nochmal alles ein bisschen mit dem Spatel unterheben. So. Oh, es sieht schon toll aus. Wartet mal, ich will es euch schon mal zeigen. So. So. Schaut euch das mal an. Sieht toll aus, oder? Ich sag euch, meine Kinder lieben es. Ich mache gleich noch so ein bisschen Soßenbinder rein. Mache ich jetzt so frei nach Schnauze. War jetzt ein dunkler Soßenbinder. Ich weiß, dass ich irgendwo hellen Soßenbinder habe. Aber fragt mich jetzt mal, wo. Ich habe ihn letztens erst gekauft. Ich habe ihn wahrscheinlich so gut weggepackt, dass ich ihn erstmal wieder eine Weile nicht finden werde. So. Und die Küche ist auch schon wieder fast aufgeräumt. Meine Kartoffeln muss ich nur warm machen. Was will man mehr? Kochen und dabei schon aufräumen, ohne irgendwas umzurühren. Meine Bratpfanne muss ich nicht wenden. Ich muss nicht an der Pfanne stehen. So muss für mich Essen und Kochen funktionieren. Schnell, einfach und praktisch. Das Mischgemüse ist fertig. Oh, gleich werde ich meine Kinder von der Kita abholen. Und ich schätze, dass sie sich gleich draufstürzen werden. Vor allem in der Kombi mit den Buletten. So. Schaut mal, jetzt sieht man leider die Soße nicht, aber die Soße ist auch total lecker. Ich werde jetzt noch schnell ein bisschen Petersilie untermischen. So. Und dann werde ich gleich mal kosten. Seht ihr, jetzt piepst Alexa. Meine Buletten sind fertig. Alexa, aus. So, kosten wir mal. Das ist bestimmt total heiß. Da. Oh, seht ihr das Dampfen? Ich verbrenne gleich bestimmt meinen Mund. Ah. Mmh.
Lecker. Also auf meinem Teller würde jetzt noch so ein bisschen Salz landen. Aber ich mag es eben ein bisschen würziger. Die Möhren sind auch super. Also Leute, macht unbedingt das Mischgemüse das nächste Mal zu euren Buletten. Jetzt wollte ich euch die noch zeigen. So, ach, hat ja schon aus. Schaut euch das an. Toll, oder? Ich habe die nicht gewendet. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe die einfach nur in den Backofen gemacht. Und die sind richtig schön kross. Zeige ich euch auch gleich nochmal. So. Oh, jetzt komme ich nicht an meinem Teller ran, oder? Komme ich da an den Teller ran? So, meine Bulette vom Stein, ganz knusprig, unten auch braun. Was will man mehr? Und jetzt muss ich auch eine naschen. Oh, guck mal, wie die dampft. Super. So. Oh, heiß. Küche ist aufgeräumt, Mischgemüse ist fertig. Buletten sind fertig und dass die Küche eingesaut ist und ich werde jetzt die Kinder abholen. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, macht das Däumchen hoch. Verratet mir doch, was ihr zu eurem Mischgemüse esst. Und falls ihr Lust habt, mir zu folgen, ich bin auf Instagram, ich habe eine Facebook-Gruppe, auch noch meine Facebook-Seite. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mich einfach an. Es dauert manchmal, aber in der Regel antworte ich immer auf eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.